So, hallo liebe Patienten, hier ist der Franken-Andi und ich habe jede Menge Kurse eingefahren mit dem Lenkrad. Dann sind die Kurse wenigstens schön. Ich zeige euch mal, was ich hier gemacht habe. Ja, die ganzen Kurse hier habe ich eingefahren. Ich habe es unterteilt, oftmals in Teilstücken. Zum Beispiel von hier nach Otterbach und von Otterbach nach Rheinsberg und von Rheinsberg zur Mühle und zum Shop und solche Sachen. Ne? Da habe ich die Kurse dann unterteilt, sodass ich die dann flexibel erweitern kann. Ja, macht es halt ein bisschen einfacher. Ich weiß zwar noch nicht ganz, wie das mit den kombinierbaren Kursen funktioniert, aber das werden wir schon auch irgendwie herausfinden. So, ja. Mohnbrötchen hatten wir als letztes, glaube ich, hier, die schönes Wort, ne? Wir verkaufen wollten. Lass mal den Preis. Mohnbrötchen, Salami. Ja, der horcht. 4,2, ja, also. Ja. 4,8 ist jetzt nicht so der Burner, aber versteigender Preis. 4,8 ist in Ordnung. Und jetzt die Moment. Würde aber beim Tricktappen habe ich das schon gesehen. Genau. Wir machen erst das hier. Das fahre ich aber nicht mit dem Lenkrad. Stapler, den muss ich. Ja, am Handfahren, das kann ich da so einfach besser. Wenn man die jetzt hin. Doch ein guter Platz, oder? Ich werde Freude haben, die aufzuladen. Ja, ja. Ein bisschen Spaß braucht man schon auch, ne? Aber ich muss ein bisschen anders. Dann kann der Trick ja wieder voll laufen. Und wenn wir das nächste Mal hier mit dem Hänger kommen, können wir wenigstens einen vollen Hänger mit Mehl mitnehmen. Dann stimmt. Yay, schau mal, wie das geht. Ein Träumchen. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ich habe das Mikrofon schon wieder an der Ecke gestellt. Weil das, wenn ich hier mit dem Lenkrad hantiere, mir sonst im Weg ist. Jetzt sehe ich halt nichts, aber das ist. Das ist doch okay. Gut. Dann Salami-Paletten. Wollte ich auf dem Hänger laden und die Mohnbrötchen verkaufen. Die Mohnbrötchen kann ich aber nicht verkaufen. Ach ne, die Salami-Brötchen. Salami-Brötchen. Oh, Heiland.
Paletten kann ich nicht verladen, weil da die Blöcke erlegt sind. Und jetzt schaue ich mal, was die Kompostieranlage macht. Die läuft schon mal, das ist. Ja, auffüllen müssen wir die auf jeden Fall. Gott, ich glaube, ich muss mähen, oder? Mit welchen Schlepper mähen wir denn? Haben wir einen Schwamm? Jo. Das heißt, ich könnte mähen und spaddern gleichzeitig. Ein Hänger muss ja wieder zum Sägewerk. Dann würde ich. Den Johnny jetzt mal schnell zum Sägewerk schicken. Hänger da. So, warte mal, ich kann ja hier mit dem Lenkrad fahren. Ah. Jetzt machen wir hier mal zu. Ein. Gut, einmal ankoppeln und hier hinten abkoppeln. Erstmal könnte ich eigentlich den stellen wir mal hier unter das Kilo für die Kompost hier an. Ach Gott, das ist auch noch. Achso, ich könnte ja die Drehschäme steuern machen. Für den dahinter. Also. So, jetzt, aha. Gut. Aber ungesund, was. Gar nicht auf. So. Machen wir die Drehschiene aus. Stellen wir den mal hier ab. Wieder in die Kabine ein. Ja. Damit.
War wieder die schöne Einstiegsanimation. Und ist ja. Gut. So, dann Freundchen. Haben wir was für Einstellung? Geschwindigkeit wie beim Einfahren, ja. So, denke das. So. Warum tut er denn jetzt? Doch, hier haben wir. Gut. Sollte funktionieren. So, dann, da hängen wir jetzt unseren Truck dran, also unseren Trailer. Hab ich da? So, jetzt aber. Ach, da steht da auch noch einer. Hat denn der einen Achterkartierhund? Den hätte ich ja auch. Naja. Auf so kleinen Räumen ist es halt immer schon echt schwer zu manövrieren. Aber das klappt ja ganz gut hier. Naja, ich habe schon ein paar Paletten auf der Gabel gehabt, ne? So 2, 3, 4 oder so. Sind ja auch die Umbrüche auf den LKW aufladen.
Und den dann rückwärts schnell da hinten in den Mischwagen reinfahren. Das. Yay, hat einen Wartepunkt erreicht. Kann er da oben gleich was mitbringen? Nee, ich hab nichts, ne? Wir müssten jetzt erstmal ein bisschen Holz noch machen. Aber noch ein klein wenig warten. Den Holz, wenn wir im Winter dann machen. Oder vielleicht in den letzten Herbsttagen. Mal gucken. Wie wir es hinkriegen. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Wahrscheinlich werde ich da noch viel mit Feldvorbereitung zu tun haben. Ja, wenn schön Frühling oder Winter oder Frühlings. Schneller wird es natürlich gehen, wenn ich den LKW da hinten einfahre. Ne? Ah ja, das geht auch so. Nicht so, dass wir hier fest sind, oder? Oh, der Ticker ist das. So, jetzt aber. Bevor lutscht. Schon vor. Das ist ja. Ja, da ist.
Und dann nicht auf die Gabel. Get. Das Thema. Wir müssen ja auch noch nicht gleich verkaufen. Der Preis ist ja eh am steigen. Können Sie erstmal noch drauf stehen lassen. Und dann gucken vielleicht, dass wir es in der nächsten Folge erst verkaufen oder so. Was ich dann in der nächsten Folge auf jeden Fall machen muss, ist das Gasman. Ich muss mal gucken, ja, dritte Düngestufe müsste eigentlich auch sein. Wir nutzen die. Ich hatte schon gedacht, die Palette fliegt. Eine anhängliche Palette, oder? Endlich. So, den Johnny wollte ich noch runterschicken. Und das machen wir schneller. Warum legt der Gang ein? Thank you.
gar nichts mehr machen. Ja, das Ganze ist alles noch ein bisschen. Ja. Ich habe abgedrückt, warum geht dann alles nervt mich doch schon wieder. Komm, pack mich letztendlich raus. So, der kommt jetzt auch schon gleich um die Schotten hier, der. So, die zwei Paletten schmeiße ich jetzt noch auf den Hänger und dann. Wow. Für heute. Noch nicht ganz für heute. Erst müssen wir noch unsere Wiese mähen, aber das machen wir in der nächsten Folge erst. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt überhaupt den wieder an. Ich kann doch mal wieder hier sein. Ach, ich kann gar nicht. Nee, nee, nee. So, ist nicht schön, aber selten. Und zum Verkaufen reicht es allemal.
Box, kann ich hier die Luke aufmachen? Dazu. Hallo. Nö, nee, ich krieg keinen Gang rein. So. Oi. Kappe zu. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Schaut auch morgen wieder ein, wenn es heißt, der Franken-Andi spielt in LS17. Tschüss.